Und hier lernen wir etwas über Trinken und über Essen, über Speise. Da kommt nämlich am Jakobsbrunnen die Frau aus Samarien in Johannes 4, Vers 7 und um Wasser zu schöpfen. Und der Herr Jesus sagt, gib mir was zu trinken. Ne? Und dann sagt sie zu ihm, was bittest du mich, Jude? Und dann sagt der Herr Jesus, und das ist halt eben das, was ich gemeint habe, auch mit dieser Identität. Man braucht genug Belege, Informationen dafür, wer Christus ist, wozu, um was zu tun er gekommen ist und warum, zu welchem Zweck er das vollbracht hat, was er hier vollbracht hat. Ne? Nämlich, es geht um die Identität. Wenn du die Gabe Gottes kennen würdest, also das Geschenk, die Gabe, jetzt muss ich doch mal gerade schauen. Ja, wenn du das Geschenk, wenn du die Gabe Gottes kennen würdest und wer der ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so wirst du ihn bitten und er gebe dir lebendiges Wasser. Und dann wirst du kein Geschöpf und so weiter, größer als Jakob und Jesus. Jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Und das hier widerlegt komplett diesen kontinuierlichen Aspekt, auf den sich Christoph bezogen hat und auch reformierte. Jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Er wird immer wieder kommen und immer wieder trinken müssen. Das widerspricht komplett dem Gedanken, das zum Glauben kommen und von Jesus nämlich einen Schluck Wasser zu trinken, diesen initialen Glauben, von dem ich gesprochen habe. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. Und dann, Herr, gib mir dieses Wasser. Dann spricht er die Sünden an und so weiter, wird ein evangelistisches Gespräch. Und hier geht es darum, nicht beständig trinken zu müssen, sondern du nimmst einen Schluck und es quillt ins ewige Leben. Und im Gegensatz dazu lesen wir weiter, wo die Frau dann selbst evangelistisch tätig wird. Kommt und seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Ob dieser nicht der Christus ist, Identitätsfrage. Sie hat es bereits geglaubt und wollte sagen, geht und überzeugt euch selbst. Inzwischen kamen die Jünger und sprach, Rabbi, iss. Er aber sprach zu ihnen, wir wechseln jetzt zum Essen, vom Trinken zum Essen, von diesem initialen Trinken, diesem gerettet werden, gerechtfertigt werden, das einen in die Stellung von Söhnen versetzt, allen, die im Glauben aufnahmen, denen gab es Recht, Kinder Gottes zu sein. Wer will, komme und nehme das und trinke das Wasser des Lebens umsonst, ohne Werke. Und das wird zu einer Quelle, die bis ins ewige Leben fließt. Ich habe eine Speise, die ihr nicht kennt. Jetzt geht es um Essen. Da sprachen die Jünger, hat ihm jemand zu essen gegeben? Jesus spricht, meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, es geht um Werke, den Willen umsetzen, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Es geht um ein Werk, es geht um Tun, Umsetzen von Willen. Das ist die Speise. Und hier haben wir genau den Unterschied, von dem ich eingangs gesprochen habe in meiner Eröffnungsrede, diese Gegenüberstellung von diesen A-Wahrheiten und B-Wahrheiten, dass man nämlich hier einmalig wiedergeboren wird, aber dann aber wachsen muss. Das eine geschieht unabhängig als Geschenk. Hier bin ich gefragt in der Heiligung. Ich muss ja hier Speise zu mir. Das ist meine Speise, nämlich den Willen dessen tun, sein Werk vollbringen. Im Gegensatz eben zum Trinken. Und das widerspricht, wie gesagt, diesem kontinuierlichen, weil das gerade das Argument des Herrn Jesus ist, der wird in Ewigkeit nicht dürsten. Und wer von hier trinkt, der muss immer wieder kommen.